Servus, meine geschätzten Geschichtsstudenten und Nerds. Ich weiß, seit dem letzten Upload ist schon wieder einige Zeit vergangen, aber nachdem Österreich seit 3 Wochen von einer Hitzewelle geplagt wird, kann man es mir, denke ich, nachsehen, dass ich lieber woanders bin, als in meinem fast konstant 40 Grad warmen Arbeitszimmer. Heute habe ich dafür aber wieder ein tolles Hearts of Iron 4 Video auf Lager, weil ich aus irgendwelchen Gründen erstaunlich oft danach gefragt werde. Wenn du vor deinem Bildschirm also gerne Hearts of Iron 4 siehst und möchtest, dass ich mehr Videos dazu bringe, dann zeig es mir in Form eines Daumen nach oben und schreib mir doch direkt in die Kommentare, welches Land ich als nächstes spielen soll. Sagen wir, bei 2000 Likes auf diesem Video kommt das nächste Heu 4 Video und dann spiele ich die Challenge, die meisten Likes in den Kommentaren hat. Und wisst ihr was? Weil ich heute gut aufgelegt bin, gehen wir sogar einen Schritt weiter. Wenn dieses Video in der ersten Woche, in der ich es veröffentliche, 3000 Likes knackt, dann lasse ich euch dieses Mal sogar keine 3 Monate auf das nächste Video warten. Klickt den Daumen nach oben Knopf, also bis der Daumen gebrochen ist oder so. Und was machen wir heute? Wir spielen Italien, weil irgendjemand meinte, dass ich nur Deutschland spiele. Außerdem finden wir heraus, wie der Zweite Weltkrieg hätte verlaufen können, wäre Mr. Breitmaulfrosch hier nicht ein inkompetentes Stück Scheiße gewesen. Ah, Italien, du wunderschönes Land am Mittelmeer. Natürlich das Meer in der Mitte von Italien und Amerika, wie jeder weiß. Lustigerweise ist Italien, zumindest spielerisch, sehr wie Deutschland, nur mit wesentlich mehr Spaghetti und weniger Industrie, weil anscheinend sehr viele Leute Pastabäume anpflanzen oder so. Ich hab doch keine Ahnung. Außerdem hat das italienische Militär nur einen Bruchteil der Kompetenz des deutschen Heeres. Was also interessant werden könnte. Zumindest haben die Italiener nicht den Sowjets den Krieg erklärt. Und garantiert nicht gegen noch ein viel unbedeutenderes Land verloren. Oder gegen ein Volk, das sich nur mit Speeren und Schilden verteidigen konnte. In der Zwischenzeit kümmere ich mich am besten über meine Marine und gründe einen Geheimdienst. Ich will ja nicht, dass später noch meine Daten gestohlen werden. Und falls ihr das auch nicht wollt, solltet ihr am besten den Sponsor dieses Videos auschecken. Kaspersky Internet Security. Etwas zu verlieren ist doof. Ganz besonders, wenn es ein Account ist, der mehrere hundert Euro wert ist, auf dem ihr all eure Videospiele habt. Genau das ist Mo, dem lustigen Ägypter aus meinen Videos und Streams vor einigen Tagen passiert. Mit Kaspersky Internet Security hätte er das verhindern können. Denn Schutz wird bei diesem Programm groß geschrieben. Angetrieben von einer künstlichen Intelligenz und mehr als 1500 Bedrohungsanalysen hat es eine hohe Erkennungsrate für Viren und Malware. Es erkennt täglich 360.000 neue Bedrohungen und verteidigt dich so bestens vor Schäden und Phishing. Besonders gut gefällt mir daran, dass es selbst beim Zocken kaum Ressourcen verbraucht und ihr vollen Schutz bei minimalem Leistungsaufwand genießt. Glaubt ihr nicht? Erst kürzlich wurde in Doom Eternal ein Speedrun-Weltrekord mit dem Gaming-Modus aufgestellt, was all eure Bedenken diesbezüglich zerstreuen sollte. Dank Kaspersky Internet Security fühle ich mich im Netz rundum sicher. Auch beim Zocken. Wie sagt man so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lade also auch du dir Kaspersky Internet Security runter, um dich zu schützen. Und verwende den Link in der Videobeschreibung, um 50% bei deiner Bestellung zu sparen. Vielen Dank also nochmal an Kaspersky für das Sponsern dieses Videos. Und jetzt wenden wir uns wieder Hearts of Iron 4 Themen zu. Unter anderem, warum kann ich kein Giftgas gegen Äthiopien verwenden, wenn es Italien historisch gemacht hat? Wenn ich schon dabei bin, ich denke, es gäbe da noch eine andere Sache, bei der ich mich frage, warum ich sie im Spiel nicht tun kann. Wo ist meine Entscheidung dafür, Anime zu produzieren, Paradox? Da wir jetzt als Land mit Industrie bewiesen haben, dass wir ein dritte Weltland einnehmen können, sollten wir uns vielleicht größeren Fischen zuwenden. Wie ihr ja alle wissen solltet, ist Südtirol historisch betrachtet österreichisches Staatsgebiet, das von Italien unrechtmäßig besetzt wird. Wenn wir den Süden aber schon haben, warum nicht noch den Rest annektieren? Ich hoffe nur, dass eine Naval Invasion mitten in die Alpen rein besser funktioniert, als es sich anhört. Andererseits, das könnte auch die italienische Inkompetenz sein, von der ich vorhin so viel gesprochen habe. Eine wichtige Frage, die ich mir gerade stellen muss, ist, ob ich mich mit Jugoslawien anfreunde
oder mir ihre Gebiete hole. Und wie hat mein Urgroßvater immer gesagt, Serbien muss sterbien. 1936 und die Italiener fangen jetzt an, mit richtigen Flugzeugen herumzufliegen. Vielleicht habe ich zu schnell geurteilt. Japan hat zwar noch nicht Anime erfunden, aber Hirohito befindet sich im Krieg mit einem hässlichen Bastard. Was heißt, dass er irgendwie Hentai erfunden haben muss? Tja, dann holen wir uns mal den Rest von Tirol. Aus irgendwelchen Gründen hat Ungarn Österreich garantiert. Aber wisst ihr was, das ist mir egal. Die Ungarn, mit denen habe ich sowieso noch ein Wörtchen zu reden. Überraschenderweise sind meine Einheiten in den Alpen gelandet. Von einem Schiff aus. Ist ja der Wahnsinn. Lustigerweise könnte ich jetzt hier einfach mitten in den Bergen ein paar Häfen bauen. Oder wir bringen Österreich einfach schnell um die Ecke. Ja, ich fürchte, dass ich in der Situation auch die Ungarn nicht mehr helfen können. Holen wir uns schnell die letzten Victory Points, bevor meine Einheiten da encircled sind. Ich habe komplett vergessen, dass Österreich ja absolut gar keinen Hafen hat, als Nation, die nicht am Meer liegt. Huch, da haben wir Wien wieder verloren. Das ist zum Beispiel gar nicht mal so geil. Und damit haben wir zumindest schon einmal Österreich besiegt. Und mir ist aufgefallen, da ist gar kein Hafen. Meine Armee bekommt nicht nur keinen Nachschub, ich bekomme auch gar keine neuen Armeen rein. Was heißt, dass ich, bevor ich mich um Ungarn kümmere, wahrscheinlich doch noch einen Hafen bauen sollte. Vergesst das, die Ungarn haben kaum genügend Einheiten, um die Frontlinie überhaupt zu halten, weil sie anscheinend lieber die Grenze zu Serbien bewachen. Tja, und so wurde aus dem Rest von Tirol gleich einmal Österreich und Ungarn. Sehr nice. Ganz nebenbei habe ich das Horn von Afrika entlassen, weil ich es wirklich toll finde, Grenzen zu ziehen, wegen denen man in 50 Jahren blutige Bürgerkriege führen wird. Apropos blutiger Krieg, für Jugoslawien wird es wohl einen Weltkrieg geben. Nicht, dass das ein Problem ist, denn je früher wir Frankreich angreifen, umso besser. Das italienische Heer ist vielleicht inkompetent, aber das französische Heer ist zu zwei Drittel nicht mit Waffen ausgerüstet. Außerdem kapituliert Frankreich, sobald wir Paris einnehmen, also... Ich denke, ab dem Zeitpunkt können wir Albanien auch einfach bitten, Teil von Italien zu werden. Außerdem ist es jetzt nicht so, als hätte ihr überdurchschnittlich stylischer König eine andere Wahl. Anscheinend kann ich Jugoslawien auch schon den Krieg erklären, obwohl ich meine Truppen gerade noch am Trainieren bin. Bei genauerer Betrachtung ist die italienische Armee vielleicht ein klein wenig schlampig. Aber Frankreich hat ein viel größeres Problem. In seiner Armee kämpfen nur Franzosen. Also dann, wird wohl Zeit, den Zweiten Weltkrieg zu starten, Freunde. Ich werde ehrlich mit euch sein, was da drüben abgeht, interessiert mich erst einmal gar nicht. Viel wichtiger ist mir, dass meine Truppen da landen, denn wenn wir Glück haben, genau, dann brauchen wir nur Paris und wir haben diesen Krieg bereits gewonnen. Und wir sind gelandet, Freunde. Wunderbar. Eventuell hätte ich den Balkan nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollen. Egal, wir stehen vor den Toren von Paris und Frankreich wird jeden Moment fallen. Eventuell sollte ich noch ein paar andere Nationen in den Krieg reinholen. Zu spät, Frankreich ist gefallen und wir haben damit gar keinen Peace-Deal. Was? Oh shit. Das war jetzt ein ziemlicher Big Brain-Moment, bei dem ich leider vergessen habe, dass Kriege nur zu einem Weltkrieg werden, wenn alle Teilnehmer in derselben Faction sind, was sie nicht waren. Was heißt, dass ich jetzt gegen jedes Land einen einzelnen Krieg führe? Wundervoll. Wenigstens konnte ich mir einen kleinen Traum erfüllen und habe jeden Franzosen in die Wüste geschickt. Zu ihrer neuen Hauptstadt, die algerische Wüste. Auf der anderen Seite... Was ist, wenn ich einfach der Achse beitrete und Deutschland die ganze Arbeit machen lasse? Irgendwie ist das Ganze ein klein wenig eskaliert, aber immerhin habe ich Deutschland auf meiner Seite. Die Briten haben einfach vergessen, ihre Hintertür abzusperren. Oh oh. England wird nicht mal von Engländern verteidigt. Das Einzige, was da ist, ist die Schweiz und die macht auch nicht gerade den besten Job. Immerhin wird der Krieg jetzt doch mit einem einzigen Sieg enden, und zwar dem Sieg über England. Schon lustig, dass ich durch diese Frankreich-Situation, die nicht ganz so geklappt hat, wie ich das gerne gehabt hätte, jetzt vermutlich England bekomme. Die KI schafft es nicht mal, ihre Heimatinsel zu verteidigen, das ist irgendwie traurig. Seht ihr diesen mutigen italienischen Soldaten, der ganz allein oder zu zweit in London einmarschiert? Wundervoll. Der Fall von London. Den Krieg werden sie nicht mehr gewinnen. Wir müssen nur irgendwie an die letzten paar Victory Points heran und dann sollte es das gewesen sein.
wundervoll. Und das ist unser Peace-Deal, nur jetzt eben mit England statt mit Frankreich, aber das ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich den Peace-Deal mit Worten eingeleitet habe, die ich jetzt beenden sollte. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe Frankreich ein bisschen mehr wertvolle Wüste gegeben. Deutschland hat auch ungefähr das, was Deutschland zusteht, minus alles, was ich brauche, plus ein bisschen mehr. Afrika sieht jetzt ein gutes Stück aufgeräumter aus. Und seid doch mal ehrlich, das ist der schönste italienische Stiefel, den ihr je gesehen habt, oder? So gut dieser Krieg auch lief, brauche ich, leider Gottes, noch ein paar andere Länder. Damit ich euch zeigen kann, wie die Welt aussehen könnte, wäre Italien während des Zweiten Weltkriegs nicht absolut inkompetent gewesen. Fangen wir am besten bei dem Land an, gegen das ich gerade einen Kriegsgrund bekommen habe. Wahrscheinlich wäre Griechenland ein größeres Problem, hätten sie nicht gerade die Hälfte ihrer Einheiten in die Türkei rübergeschickt, in der ich nicht einmal Truppen stationiert habe. So viel also zur KI, die wieder einmal ihre Prioritäten kennt. Als nächstes machen wir es ein bisschen spannender, indem ich Bulgarien und den Irak gleichzeitig angreife. Ich bin mir sicher, man könnte da irgendeine George Bush-Referenz bringen, aber warum sollte ich? Wer konnte damit rechnen, dass der Irak länger durchhält als Bulgarien? Auf der anderen Seite, die Infrastruktur ist dort unten quasi nicht vorhanden. Damit fehlt mir nur noch ein Land, das ich meiner Sammlung hinzufügen muss. Und das befindet sich in einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg. Hey Freunde, ich habe hier mal einen Witz für euch. Sprecht doch mal den Namen dieses Landes aus, aber das S ist stumm. Das ist mein Leben, weil ich um 5:30 in der Früh noch immer da sitze und Hearts of Iron 4 gegen eine hirntote KI spiele. Es gibt Menschen, die haben jetzt wahrscheinlich Sex. Und dann gibt's mich. Das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass ich hier jetzt erst einmal dabei zusehen kann, bis der Bürgerkrieg vorbei ist. Es sei denn, ich möchte unbedingt allen drei Ländern den Krieg erklären. Sollen wir Wetten annehmen oder so, um es interessanter zu machen? Wenn das dunkelbraune Spanien gewinnt, dann müsst ihr dem Video alle einen Daumen nach oben geben. Und wenn das hellgelbe Spanien gewinnt, dann könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Und wenn das rote Spanien gewinnt, dann sitze ich hier wahrscheinlich noch bis um 8 in der Früh. Können wir mal darüber reden, dass der italienische Focus Tree der so mit Abstand traurigste im ganzen Spiel ist? Und das Schlimmste daran ist, ich habe ihn größtenteils ignoriert, weil er so furchtbar ist, dass er mir keine Boni bietet und keine Motivation, ihn überhaupt runterzugehen. Ich meine, klar, es ist ja jetzt nicht so, als wäre Italien eine wichtige Nation im Zweiten Weltkrieg gewesen, aber wenn sogar Mexikos Focus Tree so aussieht, was ist dann Italiens Entschuldigung? So langsam kann das Ganze hin und her gerne aufhören und irgendeine Partei kann als Sieger hervorgehen. Ich hätte wirklich kein Problem damit. Ave Maria, zumindest ein Teil des Bürgerkriegs ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch, hellgelbes Spanien. Du hast den Bürgerkrieg gewonnen. Tja, dann wollen wir doch mal sehen, was dein Preis ist. Es ist ein kostenloser Krieg gegen mich. Herzlichen Glückwunsch! Es sollte keine große Überraschung sein, dass ein Spanien, das die letzten 3 Jahre damit verbracht hat, seine eigene Bevölkerung zu töten, nicht sonderlich gut gegen meine Armee klarkommt. Auch wenn sie aus Italienern besteht und von Kollege Breitmaulfrosch hier geführt wird. Das sind nun aber alle Länder, die ich brauche, um euch Folgendes zeigen zu können. Erkennt ihr einen Unterschied? Richtig! Anstatt mit einer Mütze, bedeckt Mussolini seine Glatze nun mit einem Lorbeerkranz. Wenn ich das mal so sagen darf, 1A Character Development. Aber damit haben wir im Wesentlichen Rom geformt. Und ich denke, es gäbe noch einige Dinge, die wir hier machen könnten, aber ich sehe mich nicht übers Mittelmeer schippern, nur um den Amerikanern ans Bein zu pissen. Das überlasse ich dann doch noch den Japanern. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und du mehr sehen willst. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Damit bedanke ich mich dann wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bestimmt in meinem nächsten Video. Genießt den Sommer und die Hitze. Ciao!